Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Ishimura mit unserem Techniker oder Mechaniker Isaac Clark. Und ich möchte noch nicht ganz rausgehen, weil dies ist auch einer meiner Lieblingslevel. Wir befinden uns hier übrigens auf dem Q-Deck, wie man dort lesen kann. Und warum das einer meiner Lieblingslevel ist, das erfahrt man gleich. Aber ich glaube, es kommt wieder eine Nachricht, oder? Sollte wieder eine kommen? Ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Moment, jetzt höre ich mal genau hin. Nein, noch nicht. Muss ich, glaube ich, erstmal hier runtergehen. Ne? Da ist es. Man sieht hier überall die toten, ja, Crewmitglieder. Und man hört wieder diese Stimme, die wieder Twinkle, Twinkle, Little Star singt. Das liebe ich, so eine Atmosphäre. Aber irgendwie habe ich das ein bisschen, wir sagen, ein bisschen intensiver in Erinnerung gehabt. Aber vielleicht habe ich mich einfach nur getäuscht, keine Ahnung. Da ist sie wieder. Okay, aber jetzt auch egal. Genug von dieser ein bisschen unheimlichen Musik genossen. Wir schauen mal an, was haben wir? Kleines Medikit, Medikit und sehr viele Schüsse. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen aufgeladen beim Ende des letzten Levels wahrscheinlich. Okay. Wenn man jetzt mal guckt, was wir wo wir lang gehen sollen. Es gibt halt wirklich. Ah, Moment mal. Da vertue ich mich immer hier. Vier Dinge, die ich halt machen muss. Einmal Schlüssel der Besatzung finden, dann Navigationskarten. Der erste, er will, dass ich gleich diese Schlüssel der Besatzung finde. Das geht halt nach oben. Aber ich kann auch schon einige Navigationskarten suchen. Und wenn jemand von euch hier angekommen ist und möchte gleich den nächsten Anzug, der hier drin ist, dann macht er sich gleich hier auf den Weg. Holt erstmal das Geld. Warte mal. Guckt, wie der Necromorph da drinnen verschwindet. Wir müssen nämlich zu dem Zero-G Basketballfeld gehen. Na? Mach auf. Und Moment. Wir müssen gar nicht mal so weit, denn hier müsste, ja genau, hier ist der Anzug Level 5. Das sollte jetzt eigentlich auch der letzte sein. Es gibt noch einen, den man bekommt, ganz zum Schluss, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Mal schauen, ob ich genug Plätze noch habe, ja. Aber sonst war das jetzt auch schon der letzte. Hoppala. Das war jetzt gerade die Anleitung. Komme ich da nochmal hin irgendwie? Muss ja schauen, warte mal. Für dieses GOG Basketball. Ne, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ah, schade. Auch egal. Dann gehe ich jetzt einfach mal rein und erkläre das mal kurz. Eintritt Schwerelosigkeit. Erstmal hier ein bisschen aufsammeln. Das ist halt dieser Zero-G Basketball Court. Den kann man gleich spielen. Ist ein bisschen nervig. Weil da kommt man wirklich. Im Grunde kommt hier ein Ball raus. Man muss dann auf irgendwelche Plattformen. Die Plattform draufspringen, die leuchtet. Man hat einen Timer.
Und bevor der Timer abgelaufen ist, muss man hier rein. Und ich mache das nicht. Ich nehme jetzt einfach die Navigationskarten, verschwinde, weil wer aufmerksam geguckt hat, da sind wieder welche. Na, da. Zwei Stück. Habt ihr sie gesehen? Man kann sie ganz einfach umgehen, indem man die Navigationskarte aufsammelt und wieder verschwindet. Da muss man sich nicht mit denen abfinden. Mit dem leider schon. Da hat man keine Chance. Oh, das gibt's immer noch. Aber der ist auch nicht so das Problem. So, und jetzt habe ich auch schon die erste Navigationskarte gefunden. Also ein Viertel von dem, was ich tun soll, habe ich schon erreicht. Ist das irgendwas? Das sieht so komisch aus. Sieht sehr merkwürdig aus. Oh, warte mal. Da bist du. Da hatte mich nämlich das allererste Mal, als ich das gespielt habe, hat er mich wirklich massiv überrascht. Weil ich hier rausgegangen bin, zum Shop gegangen und die Musik, dieses Twinkle Twinkle Little Star, wurde nicht mehr gespielt. Und ich habe mich gewundert, und ich stand hier wirklich im Shop und ich habe mich gewundert, warte mal, wo ist die Musik? Wo ist die Musik? Ich habe dann sofort abgebrochen, was ich getan habe. Und mich dann wirklich umgedreht und dann gesehen, ich habe jetzt ein kleines Problem. Und wenn man sich überlegt, wenn man das nicht schnell genug tut, hier sind einige an Leichen. Das heißt, man wird wahrscheinlich einiges zu tun haben, wenn man nicht schnell genug ist. Aber ich habe schnell genug gemerkt. Okay, so. Hier haben wir noch was, ein Textlog. Utology-Artikel. Das ist ein sehr wichtiger Textlog, fällt mir gerade ein. Hat was mit der Geschichte zu tun. Gemeinsam werden wir auferstehen. Ist Unitology eine neue Hoffnung oder nur der nächste Schwindel? Von Carrie Van Otken. Wenn Sie während der letzten 200 Jahre auf dem Mars gelebt haben, könnte es sein, dass Sie die am schnellsten wachsende religiöse Bewegung der Geschichte verpasst haben. Die Church of Unitology hat inzwischen über 1 Million Anhänger, darunter einflussreiche CEOs und Offizielle, hält nach einigen Angaben Aktien im Wert von 78 Millionen US-Dollar an multiglobalen Unternehmen und besitzt zwei der größten Kreditinstitute der Erde. Moment. GPSG Financial und Unitas Energy Investments. Von seinen Anfängen als Personenkult hat Unitology sich zu einer anerkannten, etablierten Religion gemausert. Die wesentlichen Fakten sind hinlänglich bekannt. Vor 200 Jahren ließ der Anthropologe Anthropologie-Professor Michael Altman die nach seinen Angaben größte Vertuschungsaktion der Erdregierung auffliegen. Die Entdeckung eines Artefakts, auch Marker genannt, das ohne jeden Zweifel bewies, dass es außerirdisches Leben im Universum gibt. Die Regierung bezeichnete Altman daraufhin als Spinner. Doch seine Behauptungen fielen bei einigen auf fruchtbarem Boden und sein mysteriöser Tod kurz danach schürte das Interesse noch. Unitologen glauben, der Marker enthielt einen Code, den Schlüssel zum ewigen Leben, das durch Wiedergeburt und Auferstehung erlangt werden kann. Der Haken ist allerdings, dass man dafür erst sterben muss. Sie sagen, die Regierung verstecke den Marker irgendwo, um seine Geheimnisse für sich zu behalten. Im gesamten vom Menschen besiedelten Weltraum preisen Unitologen Altmans Materietod und warten auf den Tag, an dem Gott kommt, um sie zu ihrem neuen Leben nach dem Tod zu geleiten. Im Prinzip hört sich das alles recht harmlos an, allerdings gibt es wie bei jedem Kult auch hier eine dunkle Seite. Oh, ist das lang. Unitologen nehmen innerhalb der Kirche Ränge ein. Niemand spricht je darüber, aber die meisten Kritiker glauben, dass es mindestens 3 Ränge über dem durchschnittlichen Gläubigen, auch Eingeweihter genannt, gibt. Mit jedem neuen Rang erhält der Anhänger mehr Einblick in die Angelegenheit innerhalb der Kirche und in Forschungsergebnisse. Wie man als Unitologe aufsteigt? Ganz einfach, indem man der Kirche Geld spendet und Macht verleiht.
Aber bei Geldspenden bleibt es nicht. Die Kirche verlangt zudem von den Anhängern, dass sie ihr nach ihrem Tod ihre Leiche zur Verfügung stellen. Warum? Was sie damit machen, das weiß keiner. Und jegliche Versuche, den inneren Kreis zu infiltrieren, sind kläglich gescheitert. Da aber Transformation und Wiedergeburt die Hauptsäulen ihres Glaubens sind, wollen wir die Antwort vielleicht auch gar nicht wissen. Ein weiteres Gerücht, das sich beharrlich hält, besagt, dass die Kirche Gelder für ein geheimes Schiffsbauprojekt sammelt. Einige behaupten sogar, sie hätten die Flotte gesehen. Es gibt zwar keinerlei dokumentierte Beweise darüber, doch beteuern sämtliche angebliche Augenzeugen, dass diese Mausoleumschiffe trotz ihrer enormen Größe... Okay, das war nur ein Auszug. Fortsetzung ist auf Seite 94. Was auch immer das heißen mag. Das war also ein sehr wichtiger Textlog, der halt sehr viel Einblicke über diese Religion gibt. Und hier ein alter Bekannter. An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf Ihre Transformation, Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen! Sie sind bereit! Nehmen Sie sie an! Heißen Sie sie willkommen! Sehe ich auch immer witzig, wo der jetzt verschwindet. Der ist irgendwie in den... Da ist ein Fahrstuhl, wo er reingegangen ist. Moment. Ah ne, da ist er sogar noch. Natürlich kann ich jetzt momentan noch gar nicht da rein, oder? Doch? Ne, noch nicht. Da sieht man's. Jetzt geht er runter. Und jetzt ist das hier auch offen. Und gleich wieder die Frage, wo ist er hin verschwunden? Weil von unten kommt man nirgendwo anders mehr hin. So, jetzt hier erstmal ein bisschen einsammeln. Ja, das brauche ich gar nicht. Das ist immer so ein bisschen nervig, dass ich mich nur... Oh! Hä? Hallo? Jetzt können wir mal... Jetzt können wir uns jetzt mal ganz genau anschauen. Ich habe das nie so richtig gemacht. Jetzt sehe ich gerade erst, dass der Kopf so ein bisschen immer auf und zu geht. Na? Und weg bist du. Ziemlich interessant, dass dieser explodierende Sack, den die da trägt, gar nicht explodiert. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Dann ist das Dr. Cross. Und das ist Temple. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich darauf geachtet habe beim allerersten Mal. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass ich gesehen habe, wie der Mercer die Leute umgebracht hat. Aber ich wusste nie, was mit Dr. Cross passiert ist. Na, komm. Oh Gott. Oh Gott. Wieso bleibt er stehen? Na? Was lebt hier noch? Oh Gott. Da hat mich was, da hat mich was, da hat mich was. Da hat mich was umgebracht, da hat mich was umgebracht. Ich hatte überlegt, ob ich noch schnell den Aufzug hochnehme, aber ich dachte mir, hey, das kriegst du hin. Ah, komm schon. Das ist ein bisschen nervig. Wenn man öfter stirbt, ist das halt sehr, sehr nervig. Weil man muss diese ganze Todesanimation immer wieder angucken. Das kann also schon richtig, wie ich schon sage, nerven. Okay, Moment, jetzt schauen wir... Ah, da sind die. So, einen habe ich zumindest erwischt. Kriege ich das Ding hier eigentlich? Ah, schade. Wäre ganz hilfreich.
Hier wäre, glaube ich... Oh, da ist er wieder. Wollen wir nochmal angucken? Komm her. Hier sieht man den Kopf, wie der gleich immer offen auf und zu geht. Witzig. Okay, gehen wir weiter. Hier wieder unsere beiden Dr. Temple, Dr. Cross und Temple. Hoppala. Haben es leider nicht geschafft. Ich muss gerade überlegen, was haben die eigentlich vorgehabt? Jetzt versuchen wir es nochmal. Erster Fehler war halt wirklich, dass ich komm. Okay, jetzt gehe ich mal nach oben. Es kann jetzt sein, dass sie mich verfolgen. Also jetzt warte ich mal hier, was passieren wird. Ah, es ist halt wieder nervig, die ganze Flüssigkeit hier. Ein bisschen hoffe ich, dass sie hochkommen, weil ich weiß jetzt nicht so richtig, wo, wie ich die... Ah, da. Da war noch einer. Auch eine Gegend. Oh. Da ist gerade was hochgesprungen. Ist halt ein bisschen schwer, hier durchzuschießen. Er wartet noch immer. Moment. Oh. Ha. Beinahe nicht gesehen, ja. Da war noch einer. Moment, wo ist? Nee, der lebte noch. Er lebte nicht mehr. Jetzt hoffe ich mal, dass die irgendwie auch wieder hochkrabbeln, damit ich auch selber eine bessere Schussposition habe auf die. Aber die tun nichts. Also hier wäre zum Beispiel eine andere Waffe ganz gut. Na, ich dachte, ich hätte was gehört. Krabble doch mal ein bisschen hoch. Ich hätte jetzt ganz gern, dass du diese Wand hochkrabbelst. Einer von euch zumindest. Manchmal ist es auch schwer zu sagen, welcher von denen noch lebt, weil manchmal... Ah, da. So, den hätte ich gekriegt. Noch jemand ohne Einladung? Mal schauen. Soweit sieht es ganz gut aus. Gehen wir mal runter. Ich hoffe, es wird nicht allzu brutal für mich jetzt. Na? Oh Mann. Jetzt hoch. Okay, zum Nachladen bin ich jetzt ein bisschen hochgefahren. Jetzt kann ich wieder runterfahren. Das war jetzt meine einzige... Oh, das war ein guter Spiel. Ist halt auch mal so ein bisschen schwer zu sagen. Ah, nein, nicht schon wieder. Bitte nicht schon wieder. Meine Güte, ist der stark. Ja, es ist halt wirklich. Ich würde das jetzt ganz gerne abbrechen, aber es geht nicht. Es ist halt sehr, sehr nervig. Aber egal. Oh, jetzt ist die Kiste schon kaputt. Okay, jetzt habe ich zumindest schon mal ein... jetzt habe ich erst einen weggekriegt. Sehr schön. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Was habe ich denn alles? So gut wie gar nichts. Oh. Jetzt lasse ich den mal in Ruhe. Den mit seinem explodierenden Sack. Hier ist wieder auch gar nichts. Geld, wunderbar, das brauche ich nicht. Jetzt gucken wir mal. So. Oh Scheiße, wie bin ich da hingekommen? Ich versuche es jetzt ganz schnell hier.
Okay, das war jetzt mehr Glück als Verstand. Ich habe jetzt... Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das passiert ist. Wie bin ich nach links gekommen? Das muss ich später nochmal angucken. Wie ist das passiert? Da ist noch einer. Okay. Da, da. Noch einer? Noch einer? Okay, der eine lebt noch. Ich höre noch was, ich höre noch was. Muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil diese kleinen Viecher, die sind schon stärker, als ich gedacht habe. Zumindest lebt noch irgendwo was da. Jetzt aufpassen, dass die mich nicht überraschen. Okay. Ich habe auch... Kriege ich dich? Habe ich überhaupt noch Munition? Ja, ja. Raus kann ich auch noch. Also theoretisch könnte ich noch ein paar Fresspickel und irgendwas besorgen. So, jetzt ist er zerfallen. Jetzt wollen wir mal schauen. Ich hoffe, dass die wieder hochkrabbeln, na? Oh, habe ich was gesehen? Jetzt heißt es einfach abwarten. Ein bisschen zurück. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass die hier irgendwie gleich anders hochkommen. So. Er hat es überlebt, leider. Da ich nicht genau weiß, wo die jetzt sind. Ich weiß, die sind irgendwo unter mir. Aber ich kann es nicht genau ausmachen. Und sie sind stärker, als ich dachte. Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Ah? Oh, da. Der ist hin. Ach du... Habe ich dich? Ja. Okay, da ist einer. Da ist einer. Zwei. Manchmal ist es ein bisschen schwer auszumachen, welcher von denen noch lebt, weil die zum Teil... Da? Weil die manchmal sich selber oder ihre toten Freunde mitziehen. Da ist noch einer. Den habe ich nicht gekriegt. Jetzt höre ich mal ganz genau hin. Einer lebt noch, ja gut. Hätte ich den jetzt nicht gefunden, wäre ich jetzt eh runtergefahren, weil ich dachte, mit einem komme ich noch klar. Moment, jetzt ganz genau. Okay, alles in Ordnung. Oh Mann, man merkt schon hier, es wird... Okay, ich muss gerade nochmal ganz genau hinhören, dass ich auch wirklich alle erwischt habe. Man merkt schon, es wird schon richtig... Es geht schon ein bisschen härter zur Sache. Und hier ist auch... Ich glaube, der kann diesmal was tun mit seinen Greifarmen. Also nicht hier lang gehen. Ich möchte das auch nicht ausprobieren. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, nochmal zu sterben. Daher so lang. Und hier ist dieser Schlüssel der Besatzung. Ich glaube, dahinter ist noch was hier. Oder? Hinter der Bar? Nö, war nix. Naja, sonst ist alles auch ziemlich hier eingesaut. Ah. Hier ist was. Zwei Dinge sogar. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe hier. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ich weiß gar nicht, warum die... Ich merke gerade... Ich weiß nicht, warum die es nicht so gebaut haben, dass ich hier durch kann. Hoppala. Ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und... Und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben,
werde ich sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich. Okay, ich beeile mich. Ich versuche es zumindest. Gut. Jetzt habe ich schon zwei Dinge geschafft. Jetzt bin ich noch zwei Navigationskarten. Ich muss mal gucken. Der eine ist da. Die andere Navigationskarte ist dort. Okay. Aber ich werde jetzt erstmal wieder... Oh Mann. Wie man sieht, sieht es nicht besonders gut aus. Ich muss ein bisschen was nachtanken. Oh Gott sei Dank. Es gab immer eine Stelle, wo ich hier nicht raus konnte. Gott sei Dank kann ich jetzt raus, weil wenn ich jetzt hier nicht hätte rausgehen können, hätte ich ein massives Problem gehabt. Da ist wieder die nette Musik. Weil sonst wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich jetzt wieder Munition auftanken kann. Und ich habe jetzt nicht gerade mehr so viel. Und ein bisschen was werde ich brauchen. Okay, jetzt wollen wir erstmal alles verkaufen, was wir nicht brauchen. Man sieht halt, also 16 sind zu wenig. Oh Mann. Viel Medipacks. Plasma-Energie, nehme ich noch einen mit. Noch einen mit, besser. Also, ja, nehmen wir noch zwei. Und dann entscheiden wir mal. Okay, jetzt habe ich 100, 116. Inventar, wie sieht das aus? Drei Inventarslots. Das sollte dann eigentlich auch für den nächsten Schritt hoffentlich reichen. Sonst habe ich ein Problem. Aber die nächsten beiden Navigationskarten und das Shuttle, das machen wir dann im nächsten Teil flott. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.